Schönen guten Morgen. Ja, hier haben wir noch das blaue Auto von die Mobilisten und letzte Fahrt, weil heute ist unser Termin, Rückgabe und schräges Fan-Treffen. Jetzt muss ich aber erstmal nach Heiningen fahren. Okay, die Mobilisten. Seht ihr, ihr könnt die Mobilisten sogar einfach direkt eingeben hier und dann wird dahin navigiert. Ist ja cool. So, da stehen wir und schnell nochmal hier unseren Gesamtkilometerstand und Verbrauch dokumentieren. Ja, 17,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei 3000 Kilometer ist eigentlich schon nicht schlecht, ne, im Winter. Ja, und hier seht ihr mal meinen ganzen Monat im Trinity. Ja, ganz schönen Verlust habe ich da beim Parken. 90 Kilowattstunden insgesamt, auch hier der Durchschnitt bei 16,8. Wir haben nicht den vollen Umfang hier von dem Fahrzeitraum getrackt, aber seht ihr mal, das ist auch ein cooles Teil hier und er sagt mir so, ich hätte fast 300 Kilometer Reichweite gehabt. Ah, gut. Da gibt es sogar noch so eine Datenblattansicht hier. Die ist auch nicht schlecht, da sieht man noch ein paar andere Daten. Aber über das Trinity mache ich ja eh nochmal ein Video. Einige Statistiken gibt es noch nicht, aber die hier ist auch nicht schlecht. Verhältnis zu AC-DC, ah, zu viel DC geladen. Oder hier die Fahrzeugzustände, parkend, fahrend, ladend, Ruhezustand. Schön ausgeglichen. Und am Schluss mehr Ruhezustand. Das ist auch gut. Das System muss das nämlich erst anlernen. Ah, guck dir, was wir da haben. Steinschlag. Sieht man es da? Man sieht es von innen gar nicht. Von außen sieht man es. Von außen, hier kann man es auch gar nicht fühlen. Das ist natürlich nicht gut. Seht ihr, so sieht das aus. Scheußlich. Ja, der Florian lacht hier. Da gibt es nichts zu lachen. Was findest du sonst noch hier? Ja, Dreck im Auto noch. Nicht richtig gesaugt. So, und jetzt geht's zum Treffpunkt da. Göppingen, Stauferpark. An der ominösen Ladesäule, wo man fast nicht laden kann. Wo hoffentlich schon alle Fans stehen. Wir werden sehen. Boah, da stehen sie alle. Und zwar an dieser ominösen Ladesäule. Und hier sollten sie doch eigentlich alle gar nicht stehen. Oh, Mann. Wir parken mal ein bisschen um. Bin aber auch nicht sicher, ob wir hier hinstehen sollen. Machen wir jetzt einfach mal, bis der Florian kommt. Der muss dann die Anweisung machen, ob man da hinstehen darf. Ist ja eigentlich ein Firmenparkplatz hier. Da unten ist aber mehr Matsche als Parkplatz. Ja, hier ist Auto von meinem neuen Sponsor. Machen hier, glaube ich, eine Aufreihung von Model 3s. Es gibt irgendwie nur Model 3s, hat man das Gefühl. Nein, wir haben auch einen BMW da hinten. Und was haben wir noch? Da haben wir auch einen Ioniq, glaube ich, hier. Ne? Hier sind die Abweichler, oder? Seid ihr die Abweichler? Nein. Die nicht Model 3-Fahrer? Ich bin Model 3. Du bist Model 3-Fahrer. Wer ist? Wenigstens 3. Ja, hier, guck, da gibt es noch andere Farben und andere Formen. Ne? Aber ansonsten hier dominiert gerade Model 3. Ist irgendwie seltsam tatsächlich. Hätte ich auch nicht so gedacht. Und alle sind elektrisch unterwegs. Wo sind denn die, die sich für Elektroautos interessieren? Die müssen noch kommen. So, da kommt der Florian wenigstens mal ein anderes Auto. Model X. Wir müssen uns ein bisschen mehr hier hinten postieren, das ist dann besser. Florian, sind wir hier richtig oder falsch? Ich glaube, wir sind ganz falsch. Ja, eigentlich wolltest du da unten in die Matsche gehen, ja, aber das ist wahrscheinlich aber viel besser so. Weiß auch nicht, ob wir hier stehen bleiben dürfen. Weil sonst sind sie da jetzt schön aufgereiht, habe ich auch gedacht. Park mal lieber hier hin, weil hier ist trocken. Wenn man das volle Autonomie-Paket hat, könnte man eigentlich automatisch einparken. Aber der Frank-Uwe traut dem System auch nicht. Fährt lieber selber rein. Ah, letzter Parkplatz hier. Kommt man nur noch mit Summon wieder raus. Na, der Nachbar kommt nicht mehr raus. Ja, Leute, hier Model 3 überwiegt. Da ist er. Nicht automatisch eingeparkt. Sonst würde er gerade da drin stehen. Nee. Er wollte nicht. So, jetzt komm her, jetzt kriegst du einen Trostpreis von mir. Was? Silbermedaille. Die Silbermedaille? Oh, ja. 1000 Kilometer Silbermedaille. Wo läufst du hin? So. Andersrum. So, ich möchte nur gratulieren.
Vielen Dank. Für die 1000 Kilometer. Dankeschön. Guck, und dann kriegst du einen Trostpreis. Vielen Dank. Ist zwar nicht viel, aber ein kleines Andenken, oder? Keine Fahne drauftag oder so. Ja, genau. Rot. Sogar in Rot. In Tesla Rot. Sehr schön. Silbermedaille in Rot. Die Rotmedaille sozusagen jetzt hier. Ja. 1000 Kilometer. Silbermedaille. Akku geladen, oder? Ja, klar. Im September letztes Jahr gekauft, da waren sie noch. Also ihr meint, da werden die Boxen trotzdem doch verbaut. Die sind verbaut, wir haben geschaut. In den alten Model 3s wahrscheinlich. Ja, in die auch noch den Nebelscheinwerfer hier haben. Habt ihr den richtigen Nebelscheinwerfer? Ich habe ein neueres Modell, da sind sie auch noch drin. Echt? Es sind die Boxen drin. Also das heißt, könnte man auch per Software freischalten. Ja, wir warten drauf. Was fehlt dann noch? Subwoofer. Anhängerkupplung können wir nicht per Software freischalten. Nee. Die, wenn du die nicht mitbestellt hast, dann hast du keine. Peter zeigt irgendwelche neuen Features. Was hast du für neue Features? Oh, der hat den ganzen Kofferraum voll mit Sachen. Neueste Ladeequipment. Nee, was ist das? Das sind die Clips. Das sind die Nupsis. Ja, die, wobei viele fehlen. Ja, da muss mir auch mal gelandet. Gleich mal zwei geben. Zum Zeigen. Ja, da gibt mal zwei Nupsis raus. Du kannst ja mal die Autos durchchecken, ob in einem der Nupsi fehlt. Aber guckt euch das an. Das ist der Ranger praktisch. Der Tesla Ranger Service hier. Mit dem Peter. Jetzt kommt die Vorführung von Peter. Mal sehen, ob es geht. Geht's noch? Handy starten. Handy starten. Sergej guckt, ob man das in allen seinen Autos auch braucht. Oh ja. Zack. Wunderbar. Und was musst du jetzt machen? Du steuerst es über die Handy-App. Nee, das ist jetzt über Fußsensor. Ah, mach mal. Das steigt. Ein bisschen mit dem Vorstellen. Na? Ja, tut. Boah. Wow. Luxus Model 3. Und ich hätte hier drin Bord. Da ist gar nichts. Ja? Ich habe ihn hier. An der Seite? Okay, dann musst du immer wegspringen, aber dann. Wo musst du drücken? Da ist der Schalter. Ja. Und die Einstellung, was jetzt gerade im Internet war, hier, hat er, soll man die Finger davor lassen. Das ist zum Befestigen von der Rückleuchte. Die Einstellung ist nur hier. Richtig, habe ich auch. Das verstehe ich gar nicht, warum man da herumschraubt. Die Dinger müssen fest sein. Für die Lampe, ja. Ja, weil das ist ja gewindet. Und bei mir stimmt's. Bei mir ist alles in Ordnung. Ich habe sogar die da drin. Und da stellt man auch nichts ein. Das sind nur Anschlagsdämpfer. So geht das, Leute. Spaltmaß passt. Gut. Auf dem Fuß. Peter hat alles drin, der hat auch vorne was. Den habe ich drin, geht alles. Ist nichts. Nein, ist nichts. Trittst du vorne vors Auto und geht auf? Nee, das ist nichts. Ich habe es drin, geht. Ich habe nach vorne drin, geht. Das geht das nix. Auch? Da vorne habe ich es noch gar nicht gesehen, dass es da auch geht. Mit dem Fußschalter. Jetzt, zack. So sieht das aus. Braucht man das? Das braucht man. Aber nicht während der Fahrt aufmachen. Das geht nicht auch während der Fahrt. Okay, das ist gut. Hey, Opa, cool. Hier unterhalb und nicht hier, weil hier schon meistens ein Anhänger gucken. Da gehst du meistens so her. Und das reicht. Weil andere denen ja da so Kunstwerke machen. Ja, das war bei uns am GLC. Ja, halt. Und was auch ist da drin? Das sind Gummistopse. Ja, habe ich rausgemacht. Ausmachen, weil wir Kondenswasser. Klingt nicht. Aber mir schon was anderes. Nein. Ah. Und ich habe ihn hier aus dem Grund. Hier muss ich das ganze Zeug hochziehen und dann habe ich den Dinger hier. Und da ist der kürzeste Weg und da geht fast nichts mehr hoch. Ja. Du brauchst gar nichts mehr. Okay. Und dahinter ist Stürzer. Sabina, was sagst du? Brauchst du auch? Ja, das finde ich sehr, sehr cool. Doch, also ich. Hast du den Model X, ist das standardmäßig ein Model S, ne? Und das ist hier das einzige, wo sie da beim Model 3 weglassen. Die alten haben es auch nicht, ja? Ja, ja, es gibt auch welche, die haben es nicht, richtig. Kannst du aber nachrüsten, geht genauso. Lautlose Motorräder. Sicher der Uwe, ja. Die fahrt voll hinter Brett. Ist das Weltrekord-Motorrad? Nein, es hat keinen Weltrekord. Kein Weltrekord. Das ist das erste, was in Island war. Island-Motorrad, wie viele Kilometer? Die ganze Reise 6000. 6000, seht ihr, geht auch 6000 Kilometer mit dem Motorrad, nicht plus 1000 Kilometer am Tag mit dem Model 3. Super.
Schiebeknecke. Wenn ich ein Kleinchen kriege, dann... Guckt euch das an hier. Ersatzriemen schon eingefädelt. Das Motorrad, aber... Ja, nee, es sieht, geht nicht. Da kann man dann gleich draufziehen, falls der Originalriemen reißt. Ja, aber ist noch nie passiert, passiert auch nie. Aber schon mal vorbereitet. Ist ja cool. Das ist jetzt, Special. Das hat ein Australier zusammen gebastelt aus Servernetzteilen. Oh. Wie man da sieht. Das sind Servernetzteile, die zusammenläuft. Hier, das kommt da raus, 6,6 Kilowatt. Du hast aber nur einen Stecker, ne? Ich hab schon mal was gesehen, haben sie auch mehrere Steckern eingesteckt. Nee, ich hab hier, nee, hier meine jetzt hier die 230. Ja, Moment. Oder hast du mehrere 230 Anschlüsse? Nee, ich hab hier einen Typ 2 Anschluss. Dann am Schluss Typ 2. Achso, Typ 2 dann? Und Typ 2 macht das. Und dann, was ist an deinem Motorrad für ein Stecker? Hier am PC. So einer. So was da. Das ist hier. Galtgeredet, der ist ja cool. Das ist wirklich verrückt. Allen Ernstes. Das so, ist das ist cool. Jetzt, also das ist jetzt daheim laden. Ne? Super. Das ist jetzt 220. 8 Stunden, bis es voll ist. Also wenn es ganz leer ist. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, sind es so 4,5 Stunden. Und wenn ich den... Oh, die machen gerade den Performance-Test da hinten. Weg sind sie. Auf knapp 8 Kilowatt Ladeleistung. Und damit bin ich in einer Stunde 15 vollgeladen. Dreiphasiges Laden. Hier ist drei Phasen. Ne, hier sind jetzt zwei Phasen. Und die eine Phase nimmt er über Steckdose. Ja, und die andere? Die ist die zwei. Blaue. Ne, das ist die blaue. So, und jetzt musst du das hier in die Ladesäule stecken. Ja, genau. Das ist schon ganz gut. So geht das. Ja, ja. Und dann da rein und hier und irgendwie. Oh ja. Ja, ich muss ja auch stecken können, wenn festes Kabel ist, muss ich ja, klar. Kabel verbinden können. Ach, das sind die, muss man auch den Vehicle-Detect irgendwie auslösen. Ich hab den Rest, ne? Ja, genau. Ja, ja. Aber Freischalter können schon, wenn sie spannen, oder? Ah ja, noch mehr Adapter, falls ja, ich hab das dann nicht hier klappt. So Schlüsselschalter, genau. Aber ich glaub, ja, der Vehicle-Detect muss irgendwie auslösen, genau. Das habe ich auch mal gehabt. Genau. So, mal eine Testfahrt hier. Zumindest mal mitfahren. Das ist ja die Teststrecke. Also für einen Gullideckel ist das immer nicht so gut gereicht. Cool. Also das Motorrad ist viel interessanter hier. Vor allem die Verkabelung, glaube ich. Das kann ich jetzt nicht. Wir gehen hier, oder? Das ist ja DC und das ist ja AC. Ja, das macht ja DC. Okay, und das ist die Phase schon AC. Ja, das ist ein eingebautes. Ach so, da ist ein Flaschenbad. Ja, da ist ein 1200 Watt Lader. Der Wandel der Diener für DC. Hier, genau. Also ihr braucht alle so ein Motorrad, habe ich das Gefühl jetzt. Kommt der Sergej wieder? Peter, ein Jahr Model 3 fahren. Ja. Bereust du es? Nein. Du hast ja die Höhen und Tiefen erlebt. Ja. Ja. Du hast, da hast du mir gesagt, ich verkauf's weg. Was anderes kaufen. Und wieder Ioniq oder Kona. Ja, aber ja. Hat nee, nicht das so. Es ist schon aus und der beste Fahrzeug, Elektrofahrzeug, was es zurzeit gibt. Ja, also wenn es funktioniert, ist es in Ordnung. Ja. Wenn du ein Problem hast, da du sitzt leider an der falschen Stelle, zu weit zum Service Center. Ja, aber jetzt ist ja Ranger Service, ist ja jetzt auch. Ja. Also jetzt ist es kein Problem. Ich habe jetzt sehr gutes Verhältnis mit dem Service Center von München. Ja. Das funktioniert. Ich kenne den Service Manager, habe von dem die Telefonnummer. Also kein Problem mehr. Also ich bin sehr zufrieden. Also habe eine super Werkstatt. Tesla. Also das funktioniert. Gut, weitermachen. Alles gut. Stehen wir natürlich hier ungünstig für den Sergej, wenn der jetzt hier lang gerast kommt. Aber du siehst das Fahrzeug, du siehst halt, welches Fahrzeug die jetzt genau benutzt hat. Also das ist ein super Fahrzeug. Und seid ihr das so drinnen? Ich mache ein paar Mal so. Das passiert nicht so. Ja, was hältst du davon? Noch Motorräder mit in die Vermietung aufnehmen? Ist vielleicht auch was. Hat niemand, glaube ich. Aber ist natürlich, brauchst natürlich immer Leute, die dann auch Motorrad fahren können. Ne? Richtig. Kannst nicht einfach jedem so ein Motorrad ausleihen. Dann im Auto ist einfacher, glaube ich. Das ist halt da
Akku drin. Ja, aber das ist heute ist Max. Bleibst du drauf. Und wenn du dann mit die Kiste kommst, schraust du dir das ganze Auto kaputt. Ja, da gibt es ganz viele Sachen. Ja. Must-have-Zubehör. Ja, must-have. Überall Zubehör. Oh ja, coole Matte da drin. Ja, Model Dry. Amazon. Was ist denn das? Ist das eine Kunststoffmatte? Ne? Das ist auch nicht schlecht, ja. Aber jetzt kommst du schlechter an das untere Fach, oder wie ist das? Das macht nichts. Guck mal. Geht das? So. Ja, okay. Ganz einfach. Geht. Die habe ich auch vorne drin. Mhm. Und dann habe ich im Auto auch tolle Matte. Schauen wir gerade mal, was du da hast. Hast du jetzt spezielle Wintermatte auf? Ja, die sind so richtige Fänge. Das ist gut. Ja, die sehen gut aus. Die gehen auch hier bis an den Rand. Das ist schön. Das muss, so muss man es haben. Wenn wir hier reinleuchte, dann kannst du die verbaute Boxen sehen. Die müssen nur noch freigeschaltet werden, dann funktionieren sie. Also ihr meint, die Boxen sind da drin? Ja, die sind drin. Die sind drin, wir haben es geguckt. Das ist ja cool. Ich habe mein Modell 30. September letzten Jahres geholt, habe ich extra nachgeschaut, sie sind drin. Aber auf jeden Fall. Also brauchen wir bloß noch Software. Oh ja. Volker, was ist der, die Ding? Ja, genau. Oh, du hast ja auch den Lift da drin. Macht sauber. Und mein Bruder hat wahrscheinlich die Dinger mit mir. Ja, die sind seit neuestem weggefallen hier. Da kannst du eine Einkaufstasche einklicken. Kauftaschen, wenn du einkaufen. Kann man aber entweder nachbestellen im Einzel-Nachbestellshop oder gedruckt kriegen. Ne? Druck hier auch. Ah ja, das ist auch so. Ja, das ist eine schöne Matte. Weil die Matten sind auch nicht mehr drin. Früher war hier so eine normale Stoffmatte zumindest mal drin. Da nichts mehr drin. Guck, nee. Das sind halt so Sachen, so wie hier. Das leider so weggefallen. Mit Mängler, da hast du halt, da platzt der Lack weg. Das muss ich bei da müssen sie nochmal nachkriegen. Das sind so die typischen Schwachstellen, die man manchmal hat. Kann ich aber mitnehmen. Klar. Du könntest ihn auch ganz toll zerlegen. Kannst du mal kurz aufmachen? Ja, wie ist denn das eigentlich mit der Heizung, wenn man im Winter heizt? Oh ja, du hast ja da auch schon eine Abdeckung. Einwandfrei, alles immer Batterie, oder? Ja, ja. Du kannst entweder, wenn er bei dir an der Ladesäule hängt, direkt über dein Hausnetz dein Auto Strom nehmen oder aus dem Auto. Das ist empfehlenswert, sonst saugt er das ganze Laub an und der ganze Dreck. Oh. Ja, war das dabei? Nein. Zubehör. Auch Zubehör. Auch Zubehör. Peter hat eine Zelle aus dem Model 3 Pack. Und verlötet sind sie hier und hier in der Mitte. Nur wenn man ganz dünner Draht. Aber die sind zusammengeklebt, da ist überall noch der Kleber dran nachher. Ne? Ja. Cool. So sehen sie aus. Nur hier und hier. Ja. Kannst du das die, wo Model 3 sind? Ja. Das ist die von Model 3. Model S sind ein bisschen anders. 800, oh, ist das 70 oder was? Long Range. Hey. So, wer bist du und wo kommst du her? Ich, Thorsten Elixmann, aus Tecklenburg, bei Osnabrück. Ja, das ist wie weit? 560 Kilometer. Boah, extra hierher gefahren. Ja, extra wegen dir. Das heißt, du machst die 1000-Kilometer-Challenge heute dann ja sozusagen. Oh. Ja, aber nicht in diesen 10,5 Stunden. Nee, das nicht, aber an sich schon, ne? Ja, ich denke, das schafft man. Und was hast du für ein Auto? Ich fahre jetzt auch zum Tesla Model 3. Long Range? Long Range. 22. März habe ich ihn abgeholt und jetzt 56.600 runter. Und was sagst du, wie weit kommt man denn mit einer Akkuladung realistisch mit dem Long Range? Och, du musst das jetzt zwischenladen, oder? Wenn man es gemütlich angeht, oder bist du hinterm LKW? 600 Kilometer, ja. Kommt schon, ne? Nee, sagen wir mal so, bei dem Wetter jetzt 360. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Aber wenn man nach 200 nachlädt oder nach 150, ist ja eh kein Problem. Kostet unendlich. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, wo lädst du? Supercharger. Supercharger kostet ja irgendwie 33 Cent oder so. Okay. Also mein Guthaben muss ich verschwenden. Ne? Mein Guthaben muss ich dafür verschwenden. Ich habe noch eine Ladekarte von den Stadtwerken Osnabrück. Die ist für mich kostenfrei. Und da kannst du auch Ionity laden? Nee, Ionity leider nicht. Aber so NBC. Aber HPC-Lader? Geht halt, ja. Oder? Allego geht auch. Ja, Allego. Ist nämlich völlig unterschiedlich gerade. Also ich habe auch gerade geguckt, hier Ionity sind ganz andere Ladekarten drin als bei Allego oder bei anderen HPC-Ladern. Ne? EnBW jetzt hier bei uns in der Gegend und so. Ne? Also muss man ist überall gucken. Es wird eher noch schlimmer als gestern. Oh, da fährt mein Auto weg hier. Probefahrt. Nein, der neue Kunde wahrscheinlich. Ah ja, Model X gucken jetzt doch mal aktuell. Sehr schön. Model 3 Fahrer steigen um auf Model X. Ja, er wird sehr viel benutzen.
alles potenzielle Kunden hier. Die wollen jetzt Model X fahren. Mal gucken, ob das nicht doch das bessere Auto ist als das Model 3. Aber oh, hier, das ist ja natürlich jetzt die Sitze, die hinten auch diese schönen. Kann man die mal ein bisschen vorklappen? Ne? Die sind jetzt von Mann mechanisch, ne? Aber die kann man jetzt ordentlich vorklappen und dann kannst du super durchladen hier. Das ist ja toll. Genau. Also in unserem ist ja da noch der tolle Klavierlack drauf. Ja, und das kann man nicht umklappen. Das waren die ersten. Hier auch noch der Klavierlack. Ja. Oh, das ist hier auch nicht mehr. Genau. Nee. Das ist natürlich. Ist nicht sauber. Ja, macht ja nichts. Aber, und was hältst du von den Flügeltüren im Praxiseinsatz? Mit Kindern und so. Ich liebe sie. Absolut. Ja? Also ich finde, es gibt nichts Praktischeres. Auch in der Tiefgarage, egal wo. Bisher muss ich wirklich sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch und habe gedacht, so, und ob das wirklich so von Vorteil ist. Aber ich bin eines Besseren belehrt worden. Absolut. Guck mal, da können wir Wasser holen. Das ist wie ein Kissen, da kriegen wir so 12 rein. Ja, wir haben. Wir können mit dem Einkauf gehen, da kriegen wir mehr als 7 Kisten Wasser rein. Ja, der Cybertruck fehlt uns noch. Aber ein Model X zumindest mal hier. Und dann auch noch vom Florian. Von der Vermietung, die Mobilisten, ja. Kann man mieten für Hochzeiten mit Fahrer, soweit ich weiß. Ganz tolle Sache. So, die Party geht zu Ende, das Treffen hier. Was sagt ihr? Ganze Menge Leute gekommen. Ja, cool. Mehr als erwartet, muss ich sagen. Super Sache. Das Wetter ging auch noch. Wisst, kein Regen hier. Ja, aber es wird kalt etwas. Deshalb, so langsam machen wir jetzt hier Schluss. Ich glaube, wir lassen noch die Show laufen. Ne? Das ist eine coole Sache hier. Aber ansonsten mal vielen Dank an euch hier, Organisation und überhaupt. Wir danken dir auch, ja. Und wir bleiben in Kontakt. Ne? Okay, vielleicht ist ja ein Porsche oder ein ID3 oder mal sehen. Ne? Fangen wir bei Y vielleicht mal an. Y in einem Porsche. Ja, super Sache hier. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg mit eurer Vermietung hier. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazu beigetragen. Okay. Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Also, jo, tschüss. Ciao. Mal schauen, ob er es hinkriegt. Jetzt muss ich da bloß den Kopf drücken, oder? Jetzt müssen wir bloß einen anderen Sound einspielen, sonst kriegen wir ein GEMA-Problem. Müsst ihr klatschen. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg.